Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man diese unglaublich leckeren Gurkenwurstspieße macht. Klingt komisch, ist aber so. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Rezept benötigen wir zuallererst einmal Paniermehl. Das kann man bequem selber machen. Hau ich einfach ein paar Brötchen, altbackene Brötchen in den Thermomix. Zack, einmal durchgemacht, durchgenudelt und dann schwuppdiwupp, fertiges Paniermehl. In der Vergangenheit habe ich ja hin und wieder schon mal was Frittiertes gemacht. Ich stehe ja total drauf, wenn man da noch ein paar Sachen mit unter das Paniermehl mixt. In den früheren Videos habe ich oft Barbecue-Rub mit reingemacht. Jetzt, heute, gibt es Fisch und Butter. Wer Fisch und Butter noch nicht kennt, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ich verlinke das natürlich unten wie immer in der Videobeschreibung. Die Idee für die heutige Rezeptkreation stammt übrigens aus Amerika. Die Amerikaner stehen total darauf zu frittieren, das ist ja nichts Neues. Aber die Idee, Gewürzgurken zu frittieren, das hat mich schon sehr lange fasziniert und ich habe eigentlich nur auf den passenden Moment gewartet, dieses Rezept einmal ausprobieren zu können. Wir benötigen dafür möglichst dicke Gewürzgurken. Also ich habe mal so einen großen Gurkentopf geholt, wo die eingelegt sind, und jetzt schneiden wir die erstmal in Scheiben. Die sollten nicht zu dünn sein. Da ja auch noch Wurst mit auf den Spieß soll, macht es natürlich Sinn, Gurken zu wählen, die halbwegs in der Größe auch der Bratwurst entspricht. So, ich benutze hier heute ganz normale Bratwürste. Das sind Bratwürste von der Metzgerei Reitz in Düren-Merken. Für alle die aus Düren kommen und mich immer wieder fragen, wo kaufe ich mein Fleisch, hin und wieder bin ich auch in Merken. So, ihr seht jetzt ungefähr in der gleichen Dicke und in der gleichen Größe wie jetzt die Gurken, schneide ich auch die Wurst. Das ist jetzt eine vorgebrühte Wurst, das macht durchaus Sinn. Wenn man jetzt eine frische, grobe Bratwurst oder sowas nehmen würde, dann hält die wahrscheinlich nicht so gut am Spieß. So, das ist jetzt die Menge. Zwei Schälchen, Gurken und Würstchen. Und jetzt nehmen wir uns hier Holzspieße und stecken dann immer abwechselnd ein Stück Wurst und ein Stück Gewürzgurke auf unseren Spieß. Dabei macht es Sinn, wir wollen die ja gleich panieren, dass wir etwas Platz dazwischen lassen. Also nicht zu nah aneinander, sondern ein bisschen Platz dazwischen sein, damit man die Dinger einigermaßen vernünftig von allen Seiten panieren kann. Das Witzige an dieser Rezeptidee ist natürlich, dass man das auch noch erweitern kann. Also wenn ihr jetzt Bock habt, noch was anderes damit drauf zu machen, was Fruchtiges oder so, funktioniert das natürlich genauso. So sieht er jetzt aus. Mein Spieß. Und die genauen Mengenangaben schreibe ich natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr dann auch den Link zu Fisch und Butter und noch andere sinnvolle Links. Zum Beispiel den Link zu meinem Instagram-Profil und zu meiner Facebook-Seite. Bei Facebook habe ich jetzt gerade gestern 125.000 Gefällt-mir-Angaben gefeiert. Bei Instagram braucht man noch ein kleines bisschen. Würde mich aber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und euch das auch mal anguckt. So, Spieß Nummer 2 ist auch fertig. Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Bin schon beim letzten dann. Hab ja vor kurzem das Video gemacht mit diesen Kartoffel-Käsebomben und der Wasabi-Nuss. Das war im Prinzip der gleiche Nachmittag. Ich habe hin und wieder ja mal, wie gesagt, den Drang auch etwas Frittiertes zu machen. In dem Fall habe ich die dann in einem Schwung durchgedreht. Der letzte ist für mich. So, Spieße fertig. Und jetzt gehen wir an die Panierstraße. Panierstraße kennt ihr ja wahrscheinlich. Wir brauchen erst einmal Mehl. Dann brauchen wir natürlich verquirltes Ei. Und am Ende unser hergestelltes Paniermehl. Das Ganze ist natürlich jetzt denkbar einfach. Erst mehlieren. Hier sieht man dann auch schon, dass es Sinn macht, zwischendurch etwas Platz zu lassen. Zwischen den einzelnen Teilen. Dann ins Ei rüber. Und dann, wenn ihr jetzt eine Schüssel habt, bei der es noch etwas einfacher geht, die Spieße in dem Ei wenden. Ich nehme mir hier einen Löffel zur Hilfe. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Schüssel nimmt oder etwas schlauer macht als ich, dann ist das vielleicht noch ein Ticken einfacher. So. Jetzt rüber ins Paniermehl und ordentlich von allen Seiten damit bestreuen. Wer jetzt Lust hat, kann jetzt noch einmal eine Runde ins Ei zurück und dann noch mehr Paniermehl dran machen. Gibt dann eine etwas andere Kruste noch. Ist aber kein absolutes Muss. Dann haben wir die gusseiserne Pfanne rausgeholt. Eins meiner Lieblingstools und Spielzeuge nebenbei. Und füllen jetzt 750 ml Sonnenblumenöl dort ein.
Dann hauen wir die Pfanne auf den Grill oder halt hier, ich habe ein bisschen geschummelt, auf den Herd und erwärmen das Öl. Und wenn das Öl einigermaßen heiß ist, also ich nehme das jetzt hier nicht auf die Gradzahl genau, sondern habe einfach nur ein bisschen geguckt, bis es anfängt halt zu brutzeln, legen wir die Spieße in die Pfanne und in das Öl und lassen diese für 2 bis 3 Minuten von jeder Seite frittieren, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Hier muss ja jetzt auch eigentlich nicht wirklich irgendetwas gar werden oder so, sondern es geht ja einfach nur darum, dass sie eine vernünftige Kruste bekommen. Das riecht auch schon ganz angenehm, weil Fisch und Butter in Kombination jetzt mit dem Fett und dem Paniermehl eigentlich einen ganz coolen Duft hinterlässt. Wie gesagt, ich drehe das jetzt hier und wenn die dann fertig sind, dann nehmen wir sie raus, legen sie noch auf etwas Küchenpapier und lassen das Fett noch etwas abtropfen. Wenn wir dann fertig sind, sieht das Ganze dann so aus. Eine schöne Soße dazu, hier zum Beispiel die Chokcherry von Feensmecker und dann ist man fertig. Ja, ich probiere das jetzt mal. Leider geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen, liken, kommentieren, gern gesehen. Ich bin raus, euer Markus.